Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Undertale. Beim letzten Mal haben wir Spiel gestartet und was zum Himmel ist das für ein Spiel? Naja, egal, wir gehen einfach mal weiter. Ja, screw the rules. Okay, Froggy. Ring. Okay, das Telefon klingelt. Hallo? Ist Toriel. Du hast nicht den Raum verlassen, oder? Es sind noch einige Rätsel da vorne, die ich noch nicht gelöst habe. Es wäre zu gefährlich, wenn du es alleine versuchen würdest. Sei lieb, ja? Klick. Okay, hallo, Mr. Frosch. Ribbit, Rabbit. Entschuldigung, Mensch. Ich habe hier ein paar Tipps zum Bekämpfen von Monstern. Wenn du, ja, Acts, ne? Wenn du auf einen... Ja, wenn du sie bekämpfst, bis sie gerade besiegt sind und... Also, wenn wir sie bekämpfen, bis sie fast besiegt sind, die Gegner, ne? Wenn wir Gegner bekämpfen, bis sie fast besiegt sind und dann uns mit ihnen interagieren, dann kann es passieren, dass sie nicht mehr mit uns kämpfen wollen. Okay. Wenn ein Monster nicht mal mit dir kämpfen will, zeig etwas Gnade, Mensch. Rabbit. Okay. Spielerische. Kringling? Blätter? Laub? Egal. HP, ja, einmal speichern. Ich will jetzt hier oben reingucken. Ah, okay, wir werden angegriffen. Der Frosch hat uns angegriffen. Wir greifen den Frosch an. Und hier müssen wir einfach so schnell wie, so gut wie möglich in der Mitte treffen. Rabbit, Rabbit. Ah, okay, da mussten wir gerade mit dem Herz dodgen. Der Frosch weiß anscheinend nicht, warum er gerade hier ist. So und... Oh, verdammt. Ja, je weiter wir in der Mitte treffen, umso besser... Haben wir die Chance dazu? Mehr Schaden zu machen. Okay, mit Muskatsamen. Wir acten einfach mit ihm mal. Threat. Kompliment. Wir machen immer ein Kompliment. Er wird etwas rot, okay. Haha. He was reluctant to fight you. Okay, wir zeigen ihm einfach mal Granate. Wir verschonen ihn. ja, wir haben ihn verschont. Der Frosch will jetzt scheint nicht mal mit uns kämpfen. Wir haben ein Gold dafür bekommen. Yay, wir haben unseren ersten richtigen Kampf bestritten, glaube ich. Kann man schon Kampf nennen? Was zum Himmel? Es steht, nimm eins. Nimm mir eins von den Süßigkeiten. Okay. Wir kennen die Prinzip der Open Dominion. Ja, und haben wir uns ein Stück Süßigkeit genommen. Okay, heilt anscheinend 10 HP, aber. Du solltest am besten, glaube ich, nicht essen. Nur schließlich für Monster. Naja, immerhin was zum Heilen. Okay, das greift uns schon wieder ein Frosch. Okay, wie oft kann ich das hier durchlaufen? Okay. Wir verstecken uns wieder hier oben. Haha. Hopst du ein Frog? Okay. Wir kämpfen nochmal. 12 Schaden. Die 13 sogar. Rabbit, Rabbit. Okay, nochmal bekämpfen. Hier. Nimm dies. Quack, quack. Okay. Er sagt immer anscheinend andere Sachen, wenn er angreift. Okay, wir acten mal mit dem und machen ihm Kompliment. Naja, er hat sich schließlich gut. Er hat zu wenigstens versucht. Yay, er wird wieder rot. Hallo. My nose. zeigen wir mal das Gnade. Yay. Wieder ein Gold. Huch. Was, wenn wir hier hochgehen? Haha. Ausgetrickst. Ring! Hallo? Hier ist Toriel!
Einfach so ohne Grund, ne? Was würdest du bevorzugen? Cinnamon. Zimt. Zimtkringeln oder Butterscotch? Allein ich liebe Zimtkringeln. Ah, okay. Dankeschön. Okay. Okay. Hallo? Hier ist schon wieder Toriel. du magst kein. Also. Du. Wie soll ich das nennen? Du magst. Also, du. Du hast Butterscotch nicht. Also, du verabscheust Butterscotch nicht, oder? Ich weiß, was du bevorzugst, aber. Also, würdest du deine Nase rümpfen, wenn du etwas serviert kriegst? Wenn du es serviert kriegst? Richtig, richtig. Ich verstehe. Nein, ich habe doch gar nichts dazu gesagt. Danke, dass du gewartet hast. Mal so nebenbei. Okay. Three out of your of four Grey Rocks recommended you push them. Okay. Anscheinend wollen wir hier den Rock pushen. Oh no! Wir werden schon wieder angerissen. Wimson approach meekly. Okay. Wir acten. Okay. Wir fighten es. Und killen es mit einem Schlag. 2 XP und 2 Gold. Okay. Oh. Oh, haben wir die Spikes auch deaktiviert? Wie kommen wir hier am besten lang? Okay. Ah, okay. Ich sehe schon. Please, bitte tritt nicht auf die Blätter. Ja, wir müssen jetzt hier das einfach uns merken. So, ich weiß gar nicht, ob ich mir das... Hi. Okay, wollen wir nochmal angreifen? Deswegen treffen wir jetzt mal hier, damit wir es... Okay. So, und jetzt hier lang. Ah, okay. Habe ich noch gut gemerkt. Steht hier noch was? Oh, naus. Small? Okay. Wow, 24. Slime Sounds. Ach, die explodieren! Hilfe! Okay. Sexy. Epic Dodge Skills. Können wir mit dem flirten? Hey! 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 Hey du! Du wackelst mit den Hüften, wackelst zurück. Was für eine bedeutungsvolle Konversation. Okay, Scrooge. Okay, kein Problem. Wir zeigen ihm Gnade. Okay, 3 Gold verdient. Hey. Okay, wir sollten die wohl hier drauf schieben. Etwas anderes bleibt uns nicht über. Whoa there, Partner. Oh, Moment mal, Partner. Wer hat gesagt, dass du mich herumschubsen kannst? Hä? Achso, du fragst mich, dir rüber zu gehen? Ah, okay. Aber nur für dich. Kürbis. Okay, er hat mich Kürbis genannt. Hm? Ach, du möchtest, dass ich mich mehr bewege? Alright, okay. Aber wie war's damit? Was zum... Hä? Das war die falsche Richtung? Okay. Ich denke, ich hab's. Ah, dankeschön. Na, was soll das? Hä? Ach, ich soll da bleiben! Ach, du bist mir wirklich du bist ja wirklich anstrengend mit dir. Ich trau dir noch nicht ganz. Ist es nicht viel einfacher, wenn du fragst? Okay. Ach, jetzt werden wir auch noch angegriffen. Und. Okay, 2 davon. Wir müssen einfach nur verdammt gut dodgen.
Ah, okay, Double Slime Sounds. Verdammt! Okay. So. Okay. Au. Oh Gott, wir sind fast down. Also zwei sind nicht in Ordnung. Wir flirten da mit dem einen. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Obwohl, das ist auch schlimm. Aber nicht so schlimm. Wir zeigen beiden Gnade. Ne? Wir zeigen beiden Gnade. Ist doch kein Problem. Ich kann mir gerade nur ein Schwitzen, aber na egal. Man weiß genau, dass die Maus eines Tages ihre die Hülle verlässt und sich den Käse holt. Es füllt dich mit, keine Ahnung. Wir speichern mal. Und schnappen uns den Käse. Der Käse ist schon eine ziemlich lange Zeit. Er klebt am Tisch fest. Na, wie süß! Okay, jetzt wird's aber mal Zeit. Wir rufen einfach mal. Sagen wir einfach mal Hallo. An Toriel. Wir haben schon lange keinen Anruf mehr gehabt. Hallo, hier ist Toriel. Du wolltest nur Hallo sagen? Also dann. Hallo. Ich hoffe, das tut's auch, glaube ich. Okay. Ich mach ein paar Klingelstreiche. Wir nennen sie mal Mom. Also Mama. Hi, hier ist Toriel. Hä? Hast du mich gerade Mama genannt? Ich denke, würde dich das glücklich machen, mich Mutter zu nennen? Na dann, nenn mich so, wie du willst. Okay. Du bist meine Mami. Wir flirten einfach mal mit dir, okay. Hä? Oh. Oh, wie süß. Ich könnte dir in die Wangen kneifen. Du kannst sicher was Besseres finden als eine alte Frau als mich, wie mich. Oh, aber Toriel. Oh, ich wollte nicht nochmal Hallo sagen. Du wolltest nochmal Hallo sagen? Solutions? Keine Ahnung. Ist das okay? Rufen Sie nochmal. Fragen wir ein bisschen was über uns. Hi, hier ist Toriel. Also über Sie. Du möchtest noch mehr über mich erfahren? Ich denke, ich fürchte, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin nur eine dumme kleine Lady, die sich viel zu viele Sorgen macht. Oh, aber Toriel ist eine Liebe. Flirten wir nochmal mit dir. Oh, Süße, ist das dein... Meinst du das ernst? Und das nachdem du gesagt hast, du wolltest mich Mutter nennen? Du bist ein interessantes Kind. Oh Mann, wir können nur noch Hallo sagen. Hier ist Toriel. Ist dir langweilig? Ich hätte dir ein Buch geben sollen. Ich entschuldige mich. Warum benutzt du nicht einfach deine Fantasie? Stell dir vor, du bist ein Monarch. Herrsche mit eiserner Faust über den Haufen Blätter. Kannst du das für mich tun? Oh, aber Toriel ist so eine Liebe. Da kann man das nur sagen. Also da kann man ihr einfach nur zustimmen, weil ne, sie kümmert sich uns immer um. Hat sich jetzt die ganze Zeit um uns gekümmert. Hier ist Toriel. Hallo, mein Kind. Tut mir leid, ich habe nicht viel zu sagen. Es war schön, deine Stimme zu hören. Oh, die Toriel ist total lieb. Ja. Und ein Gespenst. Sind sie schon weg? Oh. Achso. Der Geist sagt die ganze Zeit ganz laut Z und tut so, als wäre er erschlafen. Move it with. Sollen wir ihn mit Kraft, mit Gewalt wegschieben? Nein, wir sind nett zu ihm. Obwohl. Z. Okay, wir müssen ihn anscheinend mit Gewalt aus dem Weg kicken.
Mit Gewalt. Und aus. Napstablook. Okay. Wir bekämpfen ihn. 14 Schaden. Just plugging along. Also, okay, er wünscht sich, dass er, sie wünschen sich, oder anscheinend sind das mehrere, dass sie nicht hier wären. 15 Schaden. Also, er fühlt sich einfach gerade nicht danach. Er tut so, als würde er schlafen. Werf ihn weiter an. Ja, mir geht's gut, danke. Oh, na, no, da, da, die Tränen. Au, 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 au. Okay, was können wir denn hier acten? Wir freuen ihn einfach mal an. Wir lächeln ihn ganz lieb an. Hä? Hör mal auf damit. Okay, wir kümmern uns noch ein bisschen. Wir muntern ihn weiter auf. Wir haben ihm einen kleinen Witz erzählt. Okay, das ist nicht so schlimm. Okay. So sieht es aus, als hätte ihm das ein bisschen aufgeheitert. Okay. Dann machen wir mal. Mutter ihn weiter mal auf, ne? Ich möchte uns etwas zeigen. Also nicht versuchen. Okay. Er lässt sich einen eigenen Hut wachsen. Mögen wir es? Klar. Ich finde den Hut cool. Er wartet auf unsere Reaktion. Oh. Ich komme hier einfach nur in die Ruine. Okay, wir wollten ihm ganz fies auf die Nase hauen, aber eigentlich ist er ganz lieber wohl. Manchmal komme ich hier hin, wenn niemand da ist. Aber heute habe ich jemanden ganz netten getroffen. Oh. Rambling. Ich zitter schon wieder. Also ich bewege mich schon. Ich schweife ab, glaube ich. Ach, keine Ahnung, Rambling. Ich gehe dir mal aus dem Weg. Dankeschön. Aber ich gehe mich nochmal zurückheilen. So. Ja, wir haben schon mal ein paar Fortschritte gemacht. Wir sind schon 32 Minuten im Game. Oh je. Ja. Das war's mit Undertale für den heutigen Samstag. Das heißt, es gibt, also heute sind 2 Folgen am Samstag. Und morgen gibt es halt nochmal 2 Folgen am Sonntag. Naja, und das wird immer so weitergehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, hinterlasst mir doch ein Däumchen. Würde ich mich drüber freuen. Und vielleicht auch noch ein Abo, wenn ihr frisch dazugekommen seid. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.